Ein Prosit für das neue Ortszentrum von Schwarzach im Pongau. In den letzten Wochen haben die Abriss- und Grabearbeiten auf dem großen Areal inmitten der kleinen Gemeinde begonnen. Mit dem Spatenstich am Mittwoch beginnen die Bauarbeiten nun offiziell. Obwohl für das große Bauprojekt auch mehrere Privathäuser abgerissen werden mussten, steht laut Bürgermeister die ganze Gemeinde hinter dem Vorhaben. Es gab in den letzten Jahren schon sehr, sehr viele Diskussionen, dass im Ortszentrum zu wenig los ist, dass keine Geschäfte sind, dass die Wirtschaft abwandert. Und das war also natürlich auch für uns eine große Sache, ein großes Anliegen, gegen diese Abwanderung zu arbeiten. Und war natürlich dann auch der Vorteil, dass sehr, sehr viele Schwarzacher und Schwarzacherinnen gesagt haben, es passiert was, Gott sei Dank, es geht wieder aufwärts. Kosten tut der Gemeinde das neue Ortszentrum nichts. Eine Investorengruppe um den ehemaligen Bürgermeister vom Nachbarort St. Veit hat den Grund gekauft. Aus jetziger Sicht eine lohnende Investition. Die Hälfte der 5000 Quadratmeter Grundfläche ist bereits jetzt verkauft. Es entstehen zwei Gebäude, die unterirdisch mit einer Tiefgarage und Kellerabteilung verbunden sind. In diesen beiden Gebäuden sind sowohl Wohnungen als auch gewerblich genutzte Flächen. Und in einem Bauteil kommt das Gemeindeamt mit den Amtsräumen. Es entsteht auch ein großer Marktplatz für die Gemeinde. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf 16 Millionen Euro. Fertiggestellt soll es Ende 2012 sein.